Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz speziellen Video. Bleibt dran bis zum Ende, dann erfahrt ihr warum. Aber erst einmal möchte ich euch begrüßen zum Testbericht, und zwar der Soundcore Live P3. Viel Spaß nach dem Intro. Soundcore hat mir dankenswerterweise wieder ihren neuen Kopfhörer zur Verfügung gestellt zum Testen. Dieses Mal waren es eben die Live P3. Die habe ich in den letzten Wochen getestet, intensiv unter die Lupe genommen, und heute möchte ich mit euch das Fazit besprechen. Wir fangen wie immer an bei der Akkulaufzeit. Die liegt mit eingeschaltetem ANC bei ca. 6 Stunden und mit ausgeschaltetem ANC bei ca. 7 Stunden. Gesamt Akkulaufzeit liegt dann irgendwo bei 32 Stunden, also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und die Kopfhörer, die kosten ja nur ca. 80 Euro im UVP. Wenn man Glück hat, bekommt man sie auch noch mal ein bisschen günstiger. Dafür ist Wireless Charging an Bord und eine Schnellladefunktion. Das sieht man eigentlich in dieser Preisklasse nie. Und das Schöne ist, es funktioniert beides auch noch ziemlich gut. Und da bin ich wirklich sehr überrascht und positiv begeistert gewesen von. Die Bedienung der Soundcore Live P3 erfolgt über Touchflächen auf den Seiten der Ohrhörer. Das ist eigentlich mittlerweile ja Standard bei vielen Geräten. Die Touchflächen sind ausreichend sensibel und präzise, funktionieren gut. Dank der App kann man die auch variabel belegen. Allerdings eine Funktion fehlt, wenn man die Tasten alle belegt, also man kann vor und zurück springen den Musiktitel, man kann lauter und leiser stellen, ANC-Modus, Sprachassistenten aktivieren, aber zum Beispiel dann eben nicht die Musik starten oder stoppen. Und da es auch keinen Ohrerkennungsmodus gibt, was bei dem Preis jetzt nicht verwunderlich ist, muss man das dann eben über das Smartphone machen. Alternativ fällt eben eine andere Funktion weg, dann kann man die Musik starten und stoppen. Da muss jeder für sich entscheiden, was ihm wichtig und lieb ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es diese Funktion irgendwie, weiß ich nicht, noch eine Möglichkeit mehr gibt, da die Touchflächen zu belegen. Ist ein bisschen schade, aber dennoch ist das Ergebnis insgesamt bei der Bedienung recht gut. Dann haben wir ja auch noch ein paar Top-Features. Das ist ANC, das ist ein Transparenzmodus, das ist ein Gaming-Modus und das ist eine App. Und wir wollen noch gleich mal ganz unten starten, und das ist die App. Mit der kann man nämlich den ANC-Modus und den Transparenzmodus ein- und ausschalten. Man hat einen Equalizer, man kann die Firmware aktualisieren, man kann die, den Akkustand sich anzeigen lassen, man kann die Steuerung, also die Bedienungspunkte verändern. Alles möglich. Man hat noch einen Schlafmodus dabei mit so Hintergrundklängen, die man sich abspielen lassen kann, mit einem Sleeptimer. Die App ist wirklich gut. Sehr, sehr schön, übersichtlich gestaltet, viele Funktionen. Also da bleiben wirklich keine Wünsche übrig. Sehr, sehr gut gemacht. Und das zieht sich dann auch weiter. Der Gaming-Modus führt dazu, dass gewisse Tonhöhen, Tonfrequenzen verstärkt werden, zum Beispiel Schritte oder sowas, damit man eben im Spielen diese Töne besser wahrnehmen kann und sich mehr auf das Spielen konzentrieren kann, und dazu eben auch noch eine viel geringere Latenz, sodass man eben ja keinen Unterschied spürt und die Töne sehr schnell wahrnimmt, was natürlich einen Vorteil beim Zocken gibt. Dazu kommt dann auch noch ein Transparenzmodus, der sehr gut arbeitet, Stimmen durchlässt beispielsweise oder andere Umgebungsgeräusche durchlässt, während ja ansonsten man sich trotzdem auf die Musik konzentrieren kann. Und ein ANC-Modus für unter 80 Euro, der gerade in den mittleren und in den Tieftönenbereichen sehr, sehr gut arbeitet. Bei den Höhen hat er ein bisschen Probleme, finde ich aber tatsächlich persönlich nicht so schlimm, da man A, eine gute Abdichtung hat, was die Ohrstöpsel angeht, und B, ganz ehrlich, bei einem Preis für 80 Euro so ein gutes ANC, was da jetzt schon verbaut ist, das kann sich wirklich sehen lassen. Sehen lassen kann sich tatsächlich darüber hinaus auch der Tragekomfort. Ich setze sie jetzt einfach mal ein. Und ich merke selber jetzt schon eine starke Abdichtung, ich höre mich deutlich leiser, aber ansonsten sitzen sie auch einfach sehr, sehr angenehm. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Silikonausstöpsel in den Größen XS bis XL, das heißt, für jeden ist dabei etwas, oder sollte etwas dabei sein, so heißt das richtig. Und ja, ich bin da wirklich sehr zufrieden mit gewesen. Man kann damit Sport machen, die bewegen sich nicht, sie fallen nicht raus. Sie sind trotzdem gemütlich, nicht zu schwer, sodass man sie auch längere Zeit tragen kann. Und wirklich ein gutes Ergebnis auch im Bereich des Tragekomforts. Darüber hinaus, während ich die jetzt wieder hier rausnehme und hier nochmal kurz zeige, die Sprachqualität ist auch sehr gut.
Sicherlich gibt es da nochmal Luft nach oben, gerade was die Qualität angeht. Wenn Außengeräusche ausgeblendet werden, dann nämlich leidet so ein bisschen die Stimme und das Volumen. Ansonsten kann man aber ganz gut damit telefonieren und auch den Gegenüber sehr gut verstehen. Teilweise habe ich von meinen Gesprächspartnern gehört, dass ich etwas leise bin. Das finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Es war auch nur selten der Fall. Ansonsten, wie gesagt, dank 6 Mikrofone und der Geräuschunterdrückung ein gutes Ergebnis bei der Sprachqualität. Also telefonieren funktioniert hiermit auch eigentlich problemlos. Vielleicht, wenn man in ganz, ganz, ganz lauten Umgebungen ist, dann könnte es schwieriger werden. Aber ansonsten auch hier wieder in Relation zu dem Preis ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und dann kommen wir zum Klang. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe 5 Sterne vergeben im Test. Das passiert äußerst selten. Ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, welche Kopfhörer das bisher geschafft haben. Das waren die Sennheiser Momentum True Wireless 2. Das waren die Bowers & Wilkins PI3. Ich weiß gar nicht, ob die PX7 oder PX5 von Bowers & Wilkins das auch geschafft haben. Auf jeden Fall haben es die Soundcore Live P3 geschafft. Wir sind hier in einer Preisklasse unter 100 Euro, 80 Euro. Wir haben da einen tiefen, satten Bass, der bis in die Tiefbässe hinein sehr präzise agiert, detailliert agiert. Das Gleiche dann wiederum auch in den Mitten so weiterführt, eine hohe Detailpräzision. Dazu kommt eben Stimmen, die sehr, sehr gut hervorgehoben wurden und dann eine Brillanz in den Höhen, die man in diesem Preisbereich eigentlich nicht bekommt. Da muss man 100 Euro locker drauflegen, damit man diese Präzision in den Höhen bekommt, wie man sie jetzt bei den Soundcore Live P3 hat. Das ist einfach ein klasse Ergebnis. Also ich war da sehr, sehr überrascht. Der erste Ton, den ich gehört habe, und ich musste schon kurz, ich dachte, wow, das sind keine 80 Euro Kopfhörer, aber doch, es sind 80 Euro Kopfhörer. Da hat Soundcore sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen. Ich hatte immer irgendwo was zu meckern bei den Soundcore Kopfhörern, was den Klang angeht. Ich habe ja jetzt schon einige von Anker Soundcore getestet. Hier wirklich nichts auszusetzen. Kein Grundrauschen, für jede Musikrichtung optimal abgestimmt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch einen Equalizer, womit man selbst ein bisschen nachhelfen kann. Ich habe den Soundcore Signature Modus, glaube ich, so heißt der, genutzt. Also den voreingestellten Equalizer, der hat wirklich top gearbeitet. Da hatte ich nichts auszusetzen. Für jede Musikrichtung, wie gesagt, geeignet. Dazu kommt auch eine hohe Präzision beim Surround Modus, den Gaming Modus schon angesprochen. Also da auch nochmal einzelne Tonfrequenzen, die gesteigert werden. Ja, ich habe einfach nichts auszusetzen. Das ist ein super Klang und der beste Klang für unter 100 Euro, den man aktuell bekommt. Ganz klar. Und damit sind wir beim Fazit. Es ist ja im Grunde der beste Kopfhörer, den man aktuell für unter 100 Euro bekommt. Der Soundcore Live P3 hat eigentlich in allen Belangen überzeugt. Ich kann wirklich nicht viel aussetzen. Damit wären wir eigentlich beim Ende des Videos, aber ihr seht hier vielleicht hinter mir, ich habe hier einmal die Live P3 und da einmal die Live P3. Das hier sind meine, die habe ich getestet. Und hier hat mir Soundcore dankenswerterweise noch ein zweites Paar zur Verfügung gestellt. Und das werde ich jetzt an euch verlosen. Und dann kommt ihr eventuell auch in den Genuss dieser tollen Kopfhörer. Wie könnt ihr teilnehmen? Einfach meinen Kanal abonnieren, ein Like da lassen auf das Video und gerne auch die Glocke aktivieren und einen Kommentar da lassen. Das ist keine Pflicht, aber den Kanal abonnieren, das wäre schon ganz gut, denn dann seid ihr im Lostopf für die Soundcore Live P3. Ihr könnt sogar noch die Chance verdoppeln, wenn ihr mir auf Instagram folgt und dort den Post zu den Soundcore Live P3 liked, kommentiert und auch Soundcore folgt dort auf Instagram, dann habt ihr noch ein zweites Los, also die doppelte Chance sozusagen, diese tollen Kopfhörer von Soundcore zu gewinnen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Julian vom EarPod Ratgeber.